Zu einer augenscheinlich vorsätzlichen Brandstiftung kam es am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus auf der Leipziger Straße in Zwickau. Sogar 21.30 Uhr hat ein 19-Jähriger über Notruf die Feuerwehr alarmiert. Es ging darum, dass dort im Hausflur dieses Mehrfamilienhauses ein Brand gelegt worden ist. Starker Qualm zog durch das Treppenhaus. Zur Brandursache können wir im Moment noch nichts Genaueres sagen. Es war so, dass der 19-Jährige mitteilte, dass vor seiner Wohnungstür gezündelt wurde, dass starker Rauch aufsteigt, sodass er auch die Wohnung nicht mehr verlassen konnte. Und da musste natürlich dann die Feuerwehr anrücken und wir waren als Polizei ebenfalls mit vor Ort. Die eingesetzte Zwickauer Berufsfeuerwehr löschte den Brand in kürzester Zeit. Der Hausflur, ein Schuhregal und die Wohnungstür sind in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Verletzte gab es nicht. Zu Beginn dieses Einsatzes bestand der Verdacht der Rauchgasvergiftung bei dem 19-Jährigen und einer 74-jährigen Bewohnerin. Dies hat sich aber dann Gott sei Dank als solches nicht herausgestellt. Der 19-Jährige und eine weitere 74-jährige Bewohnerin wurden zwar vorsorglich wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht, beide konnten allerdings wieder entlassen werden. Die Wohnungen sind trotz des Brandes bewohnbar. Die Leipziger Straße war während des Einsatzes voll gesperrt.